ihr Lieben, und herzlich willkommen für das Stiervideo für den Juli. Dieses Video ist sowohl für Sternzeichen Stier als auch für den Aszendenten Stier. Da kommt schon die erste Karte. Wow! Wow! Genial! Es geht um Freiheit. Super! Tolle Karte. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Für die weitere Legung benutze ich die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. So, schauen wir mal. Eine Karte bitte. Die Fische. Ja, normalerweise geht es bei den Fischen um Gefühle, um tiefe Gefühle. Je nachdem kann es aber auch ums Geld gehen. Ist so das Klassische. Entschuldigung, das war ein Versehen. Schauen wir mal. Oh, ist runtergefallen. Der Hund. Ja, mit dem Hund geht es um Freundschaft, um Hilfe, um Vertrauen. Das sind so die Werte. Wow, Störche und Kreuz. Ja, die Störche sind so die klassische Karte, die für Veränderung steht. Und das Kreuz zeigt zum einen an, dass es sehr wichtig ist, aber auch, dass es schicksalhaft ist. Dann haben wir die Mäuse. Ich glaube, die Wege sind zuerst rausgefallen. Ja, die Wege zeigen eine Entscheidung an. Also ganz klassisch, man geht einen Weg entlang und plötzlich geht es nicht mehr weiter und man muss sich entscheiden, rechts oder links. Ja, und die Mäuse, die sind meist so diese Unruhestifter. Sie zeigen Verzögerung an, Verzögerungen an, Ängste, Verluste, Sorgen. Schauen wir mal weiter. Die Lilie, wunderbar, weil die Lilie bringt immer eine Harmonie rein in die Sache. Schauen wir mal weiter. Ups, das war nichts. Entschuldigung. So, der Herr, der Blumenstrauß und der Park. Ja, in den Allgemein-Readings steht die Dame für dich, unabhängig davon, ob du männlich oder weiblich bist. Das heißt, der Herr wird in der Regel für eine andere Person stehen, die für dich allerdings wichtig ist. Wenn du in einer Beziehung bist, ist es in den meisten Fällen dein Partner. Ja, dann haben wir den Blumenstrauß, der steht für was Erfreuliches. Kann auch für eine Einladung stehen hier mit dem Herrn. Und der Park steht für die Öffentlichkeit. Ja, schauen wir mal weiter. Das mal weg. Ja. Deine Karte, die Dame, das Schiff und der Turm. Das Schiff zeigt eine größere Distanz an. Und der Turm, der hat eben auch sehr viele Bedeutungen. Es kann um die Eigenständigkeit gehen, es kann aber auch um Trennung gehen. Schauen wir mal weiter. Was gibt es noch zu sagen für meine Stiere? Okay. Muss ich das nochmal richtig schön hinlegen? Ich sehe gerade, dass es nicht gut ist. So. Die Sterne, der Mond. Und der Schlüssel. Wow.
Also ihr räumt hier wirklich die tollen Karten ab im Juli. Die Sterne, die stehen für Klarheit. Sie können allerdings auch für Spiritualität stehen. Der Mond steht für tiefe Gefühle, für Erfolg. Und dann haben wir noch den Schlüssel beziehungsweise diese Türe, die sich öffnet und neue Möglichkeiten bringt. Sieht klasse aus. Bevor ich das jetzt insgesamt für euch deute, möchte ich mich erstmal noch bedanken für die vielen tollen Kommentare, die ich bekommen habe in der ganzen letzten Zeit. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das bitte. Ein Abo ist für dich vollkommen kostenlos und unverbindlich. Für mich ist es sehr wichtig, du unterstützt mich damit. Ja, und wenn du auf die Glocke drückst, dann bekommst du jedes Mal einen Bescheid, sobald ich ein Video hochlade. Und natürlich freue ich mich über jedes Like, wenn dir das Video gefallen hat. Und natürlich auch über jeden Kommentar. Weil in den Allgemeinreadings habe ich immer verschiedene Strömungen und ich weiß ja nicht genau, wie es dich trifft, wo es dich trifft, in welchem Bereich. Und ich finde es immer sehr schön, wenn du mir dann etwas, ja, darüber erzählst. So. Also das ist wirklich sehr spannend. Also es geht um Freiheit im Juli. Und ich sehe eigentlich für Anfang Juli oder auch für, ja, vielleicht findet es sogar schon ein bisschen früher statt. Eine Person, die dir sehr wichtig ist. Es kann tatsächlich dein Partner sein, wenn du einen Partner hast. Da sehe ich sehr viel Freude. Für einige von euch tatsächlich eine Einladung. Und ja, ihr macht zusammen etwas in der Öffentlichkeit. Ich bekomme jetzt für einige sogar rein, dass das ein Kurztrip in die Natur ist. So, ja, wie so ein Wandertrip oder so irgendwas. Und also, das scheint eine sehr, sehr schöne Sache zu sein. Und natürlich fühlt man sich in der Natur auch frei. Aber ich denke, die Karte spielt auch was viel Tieferes an. Ja, ich sehe bei dir auch schöne, tiefe Gefühle. Und ja, dass du dich auch so im Fluss fühlst. Für einige sehe ich allerdings auch, dass hier wirklich Geld in euren Gedanken auch eine große Rolle spielt. Ja, ich sehe hier dieses Freundschaftliche, dieses Vertrauen. Also für die meisten wird es so sein, dass ihr hier wirklich in einem Bereich seid im Juli, wo es euch gut geht, wo ihr ja ein tiefes Vertrauen auch hier habt, vermutlich in euren Partner. Allerdings sehe ich hier eine schicksalhafte Veränderung. Und was hier im Dunkeln liegt, in dem Bereich, den ihr nicht einsehen konntet bisher, hier ging es um eine Entscheidung für euch, die ihr nicht getroffen habt. Ihr wart unfähig, diese Entscheidung zu treffen in der Vergangenheit, weil da, ihr hattet einfach Ängste, ihr hattet vielleicht sogar Verlustängste. Es war sehr schwierig für euch. Ihr wart einfach unfähig, diese Entscheidung zu treffen. Und
Was ihr noch nicht sehen könnt, ist, dass diese Ängste gehen werden. Ihr werdet also in die Lage kommen, dass ihr angstfrei eine wichtige Entscheidung treffen könnt. Für einige von euch ist es aber auch so, dass das nicht euch betrifft, sondern diese Person. Dass diese Person eine wichtige Entscheidung trifft, vor der sie vorher Angst hatte. Ja, die nahe Zukunft, die bringt aber Harmonie in die Sache. Und für diejenigen, wo in der Vergangenheit etwas nicht gut gelaufen ist, findet ihr hier euren Frieden mit dieser Situation. Für die meisten wird es einfach, also die Veränderung hier, die scheint nicht gravierend hier reinzutreffen, weil hier liegt die Harmonie und hier war ja auch alles gut. Ich sehe, dass mehr auch hier der Mut, diese Entscheidung zu treffen, dass das eine schicksalhafte Veränderung ist. Ja. Irgendetwas ist hier am Laufen, was schon begonnen hat, was dich irgendwie in eine Trennungssituation bringt. Und ich sehe hier hauptsächlich für die meisten eine räumliche Trennung, dass die Veränderung hier wirkt, aber es ist harmonisch. Also es, ja, du wirst dich dabei wohlfühlen. Ja, und das Ganze hat einfach auch mit großen Plänen von dir zu tun, mit einer Klarheit. Du weißt hier, was du willst. Du schaust schon in die Zukunft. Für einige von euch wird es aber auch sein, dass ihr euch hier auf etwas einlässt, was für einen langen Zeitraum auch so weitergeht und dass ihr das einfach jetzt besser überschauen könnt. Dass ihr hier mehr Überblick bekommt. Was wirklich für euch wichtig ist, wo ihr wirklich hin wollt. Ich sehe sogar bei einigen das Thema Auswandern rein. Ich sehe auch für einige das Thema von einer langen Reise, von einer weiten Reise. Ja. Ihr werdet auf jeden Fall diese Klarheit haben, was ihr wollt. Ihr habt so ein fernes Ziel und ihr wisst dann auch ganz genau, was ihr wollt. Und das, ihr fühlt euch dabei sehr gut. Also ihr seid erfolgreich dabei, ihr fühlt euch gut, es wird wunderbar. Und diese ganze Angelegenheit öffnet euch auch noch neue Möglichkeiten. Ja, sehr spannend. Eben hier sind so viele Möglichkeiten für euch drin. Es trifft jeden so ein bisschen anders. Und das ist dann immer der Grund, warum ich mich sehr freue, wenn ich von euch in den Kommentaren einen Hinweis bekomme. Es ist sehr, sehr spannend, ja. Ich habe sehr wenig Informationen über diese schicksalhafte Veränderung. Und ich fände es so toll, wenn du mir reinschreibst, wie sich das bei dir manifestiert. Jetzt schauen wir mal, ob es hier noch einen Rat für dich gibt. Ein Rat bitte für meine Stiere. Das ist hier noch wichtig. Einen Rat bitte für meine Stiere.
Entdecke dein Potenzial. Ja. Und da wären wir hier aber auch bei den Sternen wieder, bei der Spiritualität. Das hatte ich jetzt auch gerade noch mal vergessen anzusprechen, dass es für einige von euch auch noch mal so einen Schub geben kann im spirituellen Bereich, wo ihr sehr erfolgreich sein werdet und wo es euch richtig gut damit geht. Ja, ganz toll. Liebe Stiere, ich wünsche euch alles Gute für den Juli und vergesst nicht, wenn euch das Video gefallen hat, mir ein Like dazulassen. Alles Gute, bis bald.